Wir haben uns überlegt, die drei Solistenkonzerte waren vorgegeben. Das habe ich mit Lorenz Wagenhofer besprochen, er hat mir die drei Solisten genannt und die drei Werke. Und das wäre aber dann wirklich zu kurz gewesen für ein Konzert. Und wir haben uns eben überlegt, machen wir noch drei Orchesterstücke dazu. Eines haben Sie schon erlebt, den Marsch aus Figaro. Jetzt kommt Mascagni. Das berühmte Intermezzo Sinfonico aus seiner Oper Cavalleria Rusticana. Und am Schluss haben wir dann noch eine ABBA-Medley, da sage ich dann noch etwas dazu. Vielleicht jetzt nur so viel, dass der Mascagni von mir deswegen ausgewählt wurde, weil das ungefähr dieselbe Zeit war wie die nachfolgenden Solistenkonzerte, diese Bläserstücke von Gräfe und Gödicke, alle so etwa frühe Mitte des 19. Jahrhunderts bis in das 20. Jahrhundert hinein, je nach Lebenszeit. Manche wurden sehr alt, manche nicht.